So, dann fahren wir jetzt hier raus aus dem Wald. Jo, und da seht ihr schon wunderbar hier die Windräder. So, dann dürfte sie auch etwas schneller sein. Sehr schön. Im Normalmodus. Ja, also das Verfolgen, das funktioniert richtig gut mit dem Active Track. Ich meine, jetzt habe ich hier natürlich weites offenes Feld und keine Hindernisse. Aber auch sonst klappt das wirklich sehr, sehr gut. Bisschen drehen. Viel Wind ist heute nicht, aber die Windräder bewegen sich trotzdem. So, hier mal ein wenig im Kreis. Fast noch hingefallen. So, wenn ich so auf dich zufliege, fliegt sie da ein Stück weit auf das Feld. Wieder zurück. Ja. Fahren wir hier mal den Weg ein bisschen runter. Vielleicht kann ich sie etwas ausrichten in die Richtung. Andere Richtung, so. Dahin. Okay. Versuchen wir das mal so. Wenn ich jetzt direkt drauf zufahre, sollte sie hier rückwärts fliegen. Und das tut sie auch. Schön. Toll, dass das funktioniert. Das geht recht gut. Wenn ich langsam auf sie zufahre, bewegt sie sich schön rückwärts. Klasse. Klasse Technik. Echt. Bin total begeistert davon. Das haut echt ganz gut hin. Hier draußen bei den Windrädern ist auf den Sonntag auch fast überhaupt nichts los, sodass ich hier ganz gut diese Aufnahmen machen kann und diese Tests. Ja, falls dir das Video gefällt, weißt du ja Bescheid. Lass mir einen Daumen nach oben da. Schreib einen schönen kleinen Kommentar, abonnieren, die Glocke drücken, du kennst das ja alles schon. Okay, ab und an mal umdrehen, nicht vielleicht doch irgendwas kommt, aber so im Großen und Ganzen sieht das doch schon klasse aus. Mit dem Vorgängermodell, der R2, ohne das S, da hatte ich ja immer ein bisschen Bedenken, mich zu schnell zu bewegen. Also mit dem Fahrrad hätte ich das nicht riskiert, aber hier mit der R2S ist das System wirklich sehr gut, haut gut hin und das klappt schon. Ah, jetzt zieht sie von selber wieder rüber. Ja, war schön. Jetzt ist die Sonne doch ganz schön rausgekommen hier. Die Wolken verdecken sie nicht mehr so dolle. Das merkt man gleich auf meiner Haut. Merke ich das gleich. Oh nein, jetzt das Schild. Habt ihr das Schild gesehen? Ich hatte eben echt gedacht, sie brettert volles Rohr gegen das Schild. Aber nein, das hat sie nicht gemacht. Weiß nicht, ob das jetzt Glück war oder Können. Das kann ich so gar nicht beurteilen. Jetzt bist du da ein bisschen weiter rüber. Und jetzt hast du mich verloren. Jetzt hast du mich verloren. Und findest du mich wieder? Ja, dann hat sie mich auch wieder gefunden. Okay. Schön. Dann fliegt sie jetzt wieder hinter mir. Machen wir das jetzt hier mal, dass wir ein bisschen schneller fahren. Ja. Dadurch, dass kein Wind heute ist, ist das auch echt akkuschonend. Ja, das geht sie locker mit. Ganz locker. Das Tempo geht sie locker mit. Moin. Moin. Schöne Einstellung so mit den Windrädern im Hintergrund. Wieder hinter mir, was ja auch okay ist. Also so auf offenem Feld könnt ihr durchaus ganz normal das Parallel nutzen. dürfte nicht allzu viel schief gehen. Und im Wald dann auf jeden Fall nur das Folgen. So, warten wir mal, bis die Leute da weg sind. Moin. Ja, die folgt mir auf Schritt und Tritt. Mal ein Stück vorausfliegen, wenn das denn funktioniert. Jetzt hat sie mich verloren. Wow, diese Manöver, ey. Diese wahnsinnig waghalsigen Manöver. Ja, kann man machen. Kann man mal machen. Verrückt. Verrückte R2S. So, ja. Willst du nicht vorausfliegen? Warum nicht? Jetzt machst du es ja. Komisch, dann machst du es von selber. Okay. Flieg mal schön voraus. Da kommen wieder zwei Radler. Kurz hier hinein. Schauen, was hier ist. Da sind die Radler auch gleich weg. So, da seht ihr das große Rad, das große Windrad. Nochmal Stopp. Ja, okay, dann mache ich jetzt hier auch nochmal eine kleine Abmoderation. Das war also jetzt hier mein kleines Video von den Windrädern und dem Wald mit der R2S, mit dem Active Track, in der Folgenfunktion und im parallelen Funktion, Parallelflug und Folgen. Das haut richtig gut jetzt hin. Ich habe jetzt auch endlich rausgefunden, wie man es richtig anstellt. Und das war sehr erfolgreich heute. Ja, okay, dann bedanke ich mich erstmal bei dir, dass du das Video wieder komplett bis zum Schluss geschaut hast. Du weißt ja, gib mir einen Daumen nach oben, schreib einen kleinen Kommentar. Kannst gerne abonnieren, falls du das noch nicht gemacht hast, und die Glocke drücken, das ist auch immer wichtig. Und dann bleibt mir nur dir zu wünschen, wie immer, dass du gesund bleiben mögst, hab viel Spaß, unternehm was Schönes, so wie ich hier heute mit der Drohne und den Kameras und meinem E-Bike. Und wir sehen uns dann, wie immer, schon in meinem nächsten Video in Kürze wieder. Also mach's gut und bis dann, dein Matthias.